Hey Leute, hier wieder Doug von FellowshipOfTheMartyrs.com. Wenn ihr die Chance dazu habt, schaut mal bei uns rein, hört mal. Vor langer Zeit, 2014, hatte ich meine Schwierigkeiten mit den Dingen, was wir Kirche nennen. Das ist nicht das, was Gott im Sinne hatte. Ich nahm alles, was ich wusste aus meiner Zeit als Pastorenkind, Kind eines Missionars, Bibelcollege und nahm alles zusammen und sagte, okay Herr, lehre du mich. Was ist die Kirche? Und wisst ihr was? Das Einzige, was man in der Bibel finden kann, bin ich, die Kirche, die nicht von Menschenhand gebaut wurde. Die globale Kirche, nämlich die Braut und die Stadtkirche. Ein Körper pro Stadt unter Christus. Arbeiten zusammen, lieben einander, nicht gespalten in verschiedenen Teams. Das ist alles. Nichts in der Bibel ähnelt dem, was wir gebaut haben, wo vier Teile eines Gebäudes sind, die nicht einmal miteinander sprechen. Es gibt in der Bibel keine Denominationen. 1. Korinther 3 sagt, ich bin für Paul, ich bin für Cephas, ich bin für Apollos. Nein, du bist fleischlich und nicht spirituell. Du verstehst gar nicht, worum es geht. Das Einzige, und ich sage es euch, guckt es nach, ist die Stadtkirche.